Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 1. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Ich glaube, irgendein Quest. So, Birtingers Geheimnis, das kann ja nicht sein. Ich muss Thala nach dem Silberschwert fragen. Genau, das müssen wir mal machen. Komm, gehen wir da gleich mal hin. Aha. Ach hier, Tür zu Thalas Haus. Gut, dass er schon hier ist, ne? So, Thala, wo bist du denn? Moment, ich checke mal die Gegend. Dörrobst und Nüsse. Sehr schön. Nüsse sind immer vom Vorteil. So, ein Bier brauche ich nicht. Ein Buch. Grundlagen der Alchemie. Einen Moment, vielleicht kann ich das kurz lesen. Ah, ja. Ja, sorry, wenn ich das alles nicht lese, aber nee. Aber der ist dort. Der ist dort, also gehe ich mal hier in den Keller. Mal schauen. Vielleicht ist dort hier noch irgendwas Tolles. Das Spiel hat bei mir einen Grafikbug. Überall immer, ich sehe hier immer diese Punkte. Ganz komisch. Oder ist das nur bei Nacht vielleicht? Ich muss mir das mal anschauen. Ich muss mir das einfach mal anschauen. Vielleicht geht das später. Vielleicht muss ich auch nochmal eine Mod entfernen. Keine Ahnung. Schade, schade, Schokolade. Gut, sei mal her, Thala. Sprich. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Mit Hela warte, ne? Also was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Also, woher habt ihr das Schwert? Woher habt ihr das Schwert? Das springt für mich raus. Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich hab seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Ja, kommt ihr an? Ja. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Ihr versteht mich nicht. Ich bin nicht Zwischenhändler interessiert. Ich brauche Informationen über Berengar. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Habt ihr von den Salamandra gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich hab keine Ahnung. Wir werden sehen. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Ich hab keins. Kommt ihr an Berengars Besitz? Scheiße, ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte. Ups. Weil ich nur schaffe, ich die Hand im Spiel hatte. Moment, außerdem würden
Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei dessen Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Nee. Überzeugt mich nicht. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also, ein echter Meisterspiel. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Ja, irgendwas stimmt mit dem nicht, ey. Ich muss Tala über das Silberschwert ausquetschen. Komm her, du. Also, so. Erklärt mir, was haben die Wachen euch terrorisieren? Ah. Ja, trinken. Nimmt an Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Links klickt während eines Gesprächs auf Trinken, um Getränke auszuwählen. Bla. Komm, Alk. Schneesturm. Nein, 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 nein. Was für ein Hexer-Halluzinogen, ey. Hier. Starker Alkohol. So, komm schon. Jetzt. Wir machen jetzt richtig krass besoffen, Alter. Weiter! Boah, noch was, ey. Ein Ziegenmilch vielleicht. Oder Fett pur trinken. Ist auch nicht schlecht. Nee, aber sonst hab ich kaum was, ey, so eine Scheiße. Vielleicht ein Wasser? Keine Chance, Hexer. Also, was darfst du? So, wie kommt ihr an Birthingers Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Ihr versteht mich nicht. Alter. Verdammt noch diese Information. Komm. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Das ist streng vertraulich. Man muss eben wissen, wie man gut über die Runden kommt. Gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich. Ich habe Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Mann, ey. Hat der Alkohol? Ja, ich muss mit Kalkstein über ihn labern. Nee. Ich will die Information. Ein Moment, ich hole mir eben Bier. Das war ja hier hoffentlich, ne? Jetzt geht's an da. Ey, sonst habe ich echt gar nichts, ne? Ja, der ist da schon am Pennen. Mann, ey, du bist eine Pflaume. Bleib doch stehen. Nicht hinlegen. So, komm nochmal. Wo ist das denn? Jetzt muss doch gut sein, oder? Irgendwo muss ich doch noch was haben. Himbeersaft, ey. Ah, hier. Alter, irgendwann kotzen die beiden nur noch, ey. So, aber ich hab hier sonst nichts, nee. Das war's. Nee, gut. Alter. Macht ihr, seid ihr von eurem wie scheiß lass ich scheiß aus. Ohne. Na, wenn. Scheiße, ich muss bei ihm pennen. Sonst, ich habe keine Lust, so, pennen. Ja. Ach ja, wir können ihn noch skillen, oder? Nee, können wir nicht. Ja, komm, pennen wir bis zum... Pennen wir 10 Stunden. Oder meditieren wir mal 10 Stunden. Weil pennen kann man ja nicht. Ich bin ein Hexer. Pennen ist für Pussys. So.
Ja, danke, dass ich hier pennen konnte und so, ne? Ich hau dann mal ab. Ich muss mit mehr Alkohol zurückkommen. Definitiv. Damit der so richtig besoffen wird. So. Ich muss zum Gasthaus, zum Harting Bern gehen und mit dem Spieler sprechen. Was gibt's denn hier? Ich beschloss mich an einem privaten Ermittler zu wenden. Ich wollte mit dem Sendboten des Mannes sprechen, der die Salamandra bekämpft. Ich treffe mich heute Abend mit ihm im Harting Bern. Verdächtiger Taler. Ich werde den Fall weiter bearbeiten, wenn ich neue Beweise finde. Vincent und Bär. Komm, gehen wir mal zum Harting Bären. Wo ist denn der? Der ist da ja ganz hinten. Gut, aber hier können wir ja gut durch. Eben die ganzen Menschen, ey. Verbrannt. An der Pest, weil die ja Pest haben, dann wurden die ja verbrannt und dann. Ja. Wachst, meine Schönen. Ja, wachs mal schön. Gut, da können wir hier durch und dann glaube ich, müssen wir eigentlich. Ich meine, es. Die Ja. Häftlinge sind alle gleich. Ich hasse diese Taugenichtse. Seit meine Tochter, es regnet und es schüttet. Trinken wir einen. Ja, also, ja, ist gut. Ich hasse diese Taubenichtse. Ach, trinken wir einen. Verdammt, es wäre eine Missgeburt. Hure, ja. Bin ich eine Missgeburt? Carmen. Für dich würde ich sterben, Carmen. Hol ich mich da dich das aus? Keine Ahnung. Ich kannte das Lied noch. Ich hatte es irgendwie im Kopf. So, hartiger Bär. Wo sind denn hier die Männer? Mit dicken Bart, hä? Also hier können wir diesen Kampf machen. Reisender Schurke. Ey, was macht denn hier Soltan? Chivach. Hexer, Sultan Shivai. Schön, euch zu sehen. Ihr seid also in die Stadt gekommen? Für einen Hexer gibt es viel Arbeit in Visima. Sieht so aus. Wie habt ihr es geschafft, reinzukommen? Garstige Anderlinge schaffen es immer, in die Häuser der Menschen zu schleichen. Da ist was dran. Hört zu, Soltan. Ich muss mit euch reden. Ja? Also, ich suche Arbeit. Wisst ihr etwas über Vivaldis Bank? Wisst ihr etwas über Vivaldis Bank? Die gehört nur noch nominell Vivaldi. Wieso? Neue Besitzer, Menschen. Das erklärt so einiges. Wirklich? Wie geht es euch denn so? Wie geht es euch denn so? Habt ihr je ans Heiraten gedacht, Geralt? Mein Beruf ist einer Ehe nicht gerade zuträglich. Unfruchtbarkeit, hohes Risiko, ständig unterwegs. Es gibt nicht viele Frauen, die damit einverstanden wären. Wisst ihr, ich hab da so meine Zweifel. Fahrt fort. Ich habe sie einige Zeit nicht mehr gesehen und werde ein wenig eifersüchtig. Zwerginnen sind so begehrenswert. Ich schlage vor, wir gehen einheben. Und wenn das nicht hilft. Macht ihr euch über mich lustig? Das würde ich mir nie erlauben. Über so etwas macht man keine Witze. Habt ihr einen Moment Zeit? Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich warne euch, es gibt um philosophische Fragen. Ich warne euch. Es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos. Den Taten, die der Störung der Ordnung dienen. Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zero in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Oh. Hexer, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten, da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen.
das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Okay. Das war gut. Danke, Sultan. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh, Mann. Oh, da. Ja, vielleicht auch nicht. Geralt, es ist ewig. Er hat einen Milchbubi im Gesicht. Ich glaube nicht, als er sagte, ihr wäret wieder da. Ich bin es, Munro, Verbannte. Der Krieg, ihr, Sultan und ich halfen ihnen. Das müsst ihr doch noch wissen. Wie ist das Leben so? Spielt hier jemand Würfel? Spielt hier jemand Würfel? Ich würde sagen, ich spiele professionell. Lust auf ein Spiel? Nichts für ungut, aber ich spiele nur mit Profis. Spielt mit Carmen im Bordell gegenüber. Und ihr könnt mit Sultan üben. Aha, der ist so der Endboss, ne? Was Würfeln angeht. Überall Faustkämpfe. Was willst du, Alter? Komm. Komm, wir schlagen uns. Ja, komm. Nein. Ach ja. Komm. Ja. Auf keinen Fall nicht mit mir. Hör selber. Ich hab gar nicht gesprochen, ey. So, Trommler Schurke, hier muss doch irgendjemand noch sein. Kellnerin, der Schankwirt. Spieler und Schurke. Ah, Moment. Gibt's hier noch Feuersteine, ey? Ich brauch Alkohol! Hallo, möchtet ihr. Was für? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Gehen wir nach hinten, haha. Ja, dann gibt's hier mir noch eine Backpfeife. So, jetzt kaufe ich ganz viel Alkohol. Ja. Ja, kaufe ich beide. Ich hoffe, das wird auch gehen. Ich hoffe, das geht. Ah, ist gut. Eigentlich immer den günstigsten kaufen mir, ne? Weltkultur, ey. Komm, kaufen wir noch einen Wein. Und jetzt ist gut. Oder? Ein Moment. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3. Ja. Haben wir noch was? Ich hab doch noch mehr gekauft, oder? Warte mal. In 8. Weiter. Ach komm, 8 Flaschen, Alter. Plus Kuhmilch, ey, das muss genug sein. Ansonsten will ich hier noch ein Feuerstein, ne? Gut, aber. Schau an. Schwerter auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Nein, ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Gott, hier ist echt nichts. Ade. Die haben auch keine Informationen für mich, ey. Ein Moment. Ich muss zum Gasthaus mit dem Spieler. Ach, der Spieler ist ja hier. Ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Mal so, mal so. Ich schlage ein ehrliches Spiel vor. Ich könnte euch beim Wort nehmen. Ich sehe auf den ersten Blick, dass ihr weit gereist seid. Es ist wahrlich eine Ehre, mit einem Mann wie euch zu spielen. Ich bin ein Hexer.
Habt ihr keine Angst? Ich könnte die Würfel verzaubern. Ich verliere lieber ein Spiel gegen einen Mann von Welt, als gegen ein Landei zu gewinnen. Diese Bauern hier spielen doch nur um Kohlköpfe. Ein Jägersmann frequentierte einst dieses Etablissement. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Ihr werdet ihn wohl niemals wiedersehen. Er hatte gerne hohe Einsätze, aber leider kein Glück beim Würfeln. In der Liebe hatte er auch kein Glück. Wenn ihr das sagt. Silberschwert, sagt euch das was? Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Ich weiß schon welcher. Sehr schön. So, Gedächtnis einer Klinge. Komm, wir gehen eben zum Gärtner. Ey, der Part zieht sich lang, ey. Oder? Glaube ich. Hier die ganzen Schurken. Ach, hier, der Kurtisane. Carmen. Oh, Tauschmeißer, ey. Die sind heftig. So. Ey, ich glaube, die meinen mich, oder? Oder? Weil ich weiße Haare habe oder sowas. Weißt du? Und eine Süßigkeit. Oh. Nein. Da ist der Gärtner. Der Garten des Krankenhauses bedarf der Pflege. Ihr scheint Gefallen an eurer Arbeit zu haben. Gefallen? Ich liebe Pflanzen und kenne sie gut. Ich habe meinen Lebensunterhalt mit Blutvergießen verdient. Das ist meine Chance, Frieden und Ruhe zu finden. Blutvergießen? Ich bin nicht stolz darauf, aber einst hatte ich mich als Söldner verdingt. Doch das liegt alles längst hinter mir. Hier bin ich zufrieden. So. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ihr habt es beim Würfelspiel verloren? Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trickser. Er spielt gut. Woher habt ihr dieses Schwert? Vor 5 Jahren fand bei schöner Stein. Eine Schlacht statt. Echt schöner Stein. Als sich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Ihr habt dieses Schwert in der Schlacht erobert? Ja, es gehörte dem Hexer Köln, ein Prachtkerl von einer seltenen Art, allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren. Ich hielt es 5 Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich je einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Shani kannte Köhen ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke für eure Hilfe. Viel Glück auf euren Wegen. Ja. Nee. So, also Fräulein Shani, ey. Ich muss mit Shani sprechen. Die kennen wir ja schon. So, ansonsten, was gibt's hier denn noch? Ich beschloss mich. Hat den Ermittler. Ja gut, aber darum kümmern wir uns im nächsten Part. Gut, dann würde ich mal sagen, dass ich hier den Part beende. Bis dahin. Ciao.